In Lingua Podcast, live aus Dessau. Eine Sendung aus Mitteldeutschland über Sprache, Kultur und Kommunikation. Die Sendung wird von Lehrern gestaltet und streift alle Bereiche des Lebens. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier soll es gleich einmal richtig weihnachtlich werden. Wir wollen jetzt durch unsere Schule gehen und die Mitarbeiter zu Weihnachten befragen. Kommen Sie doch einfach mit. Und ich mache die Tür auf. Und hier sind wir an der Rezeption. Und da haben wir schon unsere Kerstin. Kerstin, hallo. Hallo David. Kerstin, Thema Weihnachten. Woran musst du da denken? Weihnachten ist für mich Familie. Das ist das Wichtigste, dass die Familie zusammen ist. Der Rest ist egal. Hauptsache, alle sind zusammen und sind gesund. Und hier haben wir Valeri. Aus Georgien bist du. Genau. So, Valeri, Stichwort Weihnachten. Was fällt dir ein? Natürlich unter den Umständen von heute, pandemiebedingt, mache ich mir viel Sorgen. Ich habe Enkelkinder, ich habe viele Kinder. Ob die alle zusammenkommen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall versuche ich auch im Unterricht es zu popularisieren, ein wenig über unser Weihnachten, über Gebräuche, über Sitten und dass das wirklich für Christenheit von Bedeutung ist. Aber dieses Jahr wird das wieder, glaube ich, wie im letzten Jahr. Wird etwas komprimiert, wird etwas vielleicht, wo wir Besseres wünschen würden. Das so viel vielleicht über Weihnachten und meine Einstellung dazu. Per heute. Danke, Valeri. Kannst du uns zum Abschluss noch auf Georgisch schöne Weihnachten wünschen? Kaumarjos genatsvalevi. Ella persi. Kalsalian kargat. Schön genatsvalos. Chemitavi. Dankeschön. Und hier haben wir Jacek, Deutschlehrer aus Polen. Jacek, woran musst du denken, wenn du Weihnachten hörst? Freust du dich schon drauf? Ja, selbstverständlich freue ich mich schon drauf auf die Weihnachtszeit, die schöne Weihnachtszeit, die man zusammen mit der Familie verbringen kann, wann wir uns ja Geschenke geben, dass wir uns auch alle zusammen treffen können und dass wir am Weihnachtstisch alle zusammen die Zeit so zusammen verbringen können. Das bedeutet für mich Weihnachten. Sehr schön. Und kannst du uns vielleicht auch auf Polnisch frohe Weihnachten wünschen? Selbstverständlich. Wesołe Świąt Bożego Narodzenia. Dankeschön. Und hier haben wir Mireille. Die kommt aus dem Libanon, aber lebt schon ganz lange in Deutschland. Mireille, freust du dich schon auf Weihnachten? Natürlich. Weihnachten ist sehr schön. Für alle Länder und besonders für unser Heimatland. Ich bin aus dem Libanon. Wir feiern sehr schön auch in Libanon Weihnachten. Mhm. Und macht ihr da irgendwas Besonderes? Also fast wie Deutschland. Wir machen auch die Lichter, die Leuchtung. Mhm. Auf der Straße, unserer Balkons, unserer Wohnung, also mit diesem Weihnachtsbaum, eine Krippe auch mit Jesus und Maria und Josef und so weiter. Also ja, natürlich, wir machen auch leckeres Essen am Weihnachten. Schön. Ja. Und geht ihr auch in die Kirche? Ja, natürlich. Wir gehen in Heilige Abend. Also am Abend gehen wir in die Kirche und nächsten Tag am Weihnachten, wir machen Gottesdienst und feiern zusammen. Also die Familie und die Freunde auch, nicht nur die Familie. Also wir machen ein großes Fest. Oh, hört sich sehr schön an. Könntest du uns auf Arabisch frohe Weihnachten wünschen? Ja, natürlich. Milad Mashid. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir Xandra hier. Xandra, woran denkst du, wenn ich Weihnachten sage? An Familie, an einen schönen, selbstgeschlagenen Baum, der noch nach Wald duftet,
an Entenessen zum ersten Feiertag und ja, und an Singen. Denn wir in der Familie singen zu Heiligabend immer ein paar Weihnachtslieder. Die Großen nicht mehr so doll, aber die Kleinen freuen sich umso mehr, dass sie uns allen ein schönes Lied vorsingen können. Das ist doch toll. Schön, danke. Bitte. Liebe Zuhörer, das waren also einige unserer Mitarbeiter. Es bleibt mir nur noch Ihnen auch zu danken, dass Sie uns dieses Jahr die Treue gehalten haben, und ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Auf Wiederhören.